kräftigem Rot leuchten die Wände der Rotwand, als wir mit unserem Projekt Stoneman Trail beginnen. Wir haben uns für die zweitägige Variante entschieden und so stehen uns ungefähr 2500 Höhenmeter bevor. Die Idee hinter dem Stoneman Trail ist, 5 Stempelpunkte in 3, 2 oder einem Tag abzufahren. In jedem Fall bedeutet es mehr als 4000 Höhenmeter und mehr als 120 Kilometer. Über die Panoramastraße kurbeln wir gemütlich Richtung Helm und Zilianer Hütte hinauf. Emma, wie taugt's dir denn? Anstrengend, aber sehr lässig. Super schön, ich kann nichts anderes sagen, das Wetter top. Kuhglocken läuten die Anfahrt zur ersten Stempelstelle am Leckfeldsattel unweit der Siljaner Hütte ein. Bei der Siljaner Hütte halten wir kurz Rast und stärken uns mit einem isotonischen Hopfen- und Malzgetränk, bevor es wieder weiter bergauf geht. In diesem Abschnitt sieht man noch viele Überbleibsel aus dem Gebirgskrieg und man bewegt sich eigentlich auf derselben Route wie der Karnische Höhenweg 403.
Die Strecke verläuft sehr ausgesetzt und es gibt sogar ein paar Meter Tragepassage, bevor man auf einen Sattel kommt, von dem aus es dann hinuntergeht zum hochgrenzenden See. Unweit des hochgrenzenden Sees beginnt die legendäre Demutpassage. Ein langer und sehr flowiger Abschnitt, aber leider auch immer wieder von einigen Gegenanstiegen gekennzeichnet. Rotecksattel sieht man schon sehr schön den Knieberg und den Passo Silvela. Dort ist der nächste Stempelpunkt, den wir ansteuern werden. Wir sind am Passo Silvela auf 2329 Meter bei der zweiten Stempelstelle und wieder ist ein Löchlein im vorgesehenen Armband eingedrückt. Kurz fordert den Hupfschrauber an.
Vom Passo Silvela heißt es noch einmal über loses Geröll auf den Knieberg hinaufzuschieben, bevor dann die lange Abfahrt Richtung Padola beginnt. Der dritte Stempelpunkt in Padola ist bald gefunden und wir halten eine kurze Rast. Die Motivation ist zugegebenerweise etwas am Boden, denn wir wissen, wir haben noch weitere 700 Höhenmeter hinaufzukurbeln auf die Rotwandwiesen. Tun schon weh und das Bobschall schmerzt, doch die Aussicht auf den gegenüberliegenden karnischen Hauptkamm und die bereits zurückgelegte Strecke lassen wieder etwas Freude aufkommen. Thank you.
Es ist schon deutlich nach 19 Uhr, als wir den vierten Stempelpunkt auf den Rotwandwiesen erreichen. Nummer 4. Abfahrt nach Sechsten erfolgt über einen schottrigen Wirtschaftsweg. Und wir haben auf diese Weise am heutigen ersten Tag 66 Kilometer und 2576 Höhenmeter absolviert. Der zweite Tag beginnt sehr gemütlich. Wir rollen über teils asphaltierten, teils schottrigen Radweg bis nach Doblach. Ab Doblach geht es zunächst noch auf Asphalt, später auf einem schottrigen Wirtschaftsweg, zunächst hoch bis zur Silvesteralm. Wohlwissend, dass uns heute keine Berghütte oder ein Almrestaurant erwartet auf dem Gipfel des Mach Kinkele, nutzen wir den Aufenthalt bei der Silvesteralm, um unseren Flüssigkeitshaushalt wieder aufzubessern. Ein kurzer Verfahrer bringt uns zwar zur idyllischen Silvesterkapelle, bedeutet aber im Gegenzug auch eine kurze Tragepassage. Sag's euch, zart ist ganz zart. Ja, was soll man da noch hinzufügen? Die Kehren scheinen kein Ende zu nehmen. Nach jeder Kehre kommt eine weitere und so schraubt sich dieser Weg bis auf den Mach Kinkele hoch. Ja, aber irgendwann ist es doch soweit und wir erreichen auch die fünfte Stempelstelle unweit des Mach Kinkele Gipfels. Unsere Abfahrt wählen wir den Weg Nummer 1 und da kann man nur eines sagen, das ist Genuss pur.
Um sich die Rückfahrt über den Radweg hoch nach Sexten zu ersparen und um eine zusätzliche Abfahrtsfreude dazu zu gewinnen, entschließen wir uns, mit der Helmbahn auf den Helm zu fahren und von dort wieder zurück ab nach Sexten. Die Kabinen der Vierschacher Helmbahn sind etwas klein geraten und deswegen braucht es auch etwas Unterstützung und Improvisation, um die Räder diagonal in diesem Fall überhaupt in die Kabine zu bekommen. Gemütlich schaukeln wir also den Helm hinauf und genießen anschließend eine letzte Abfahrt hinunter ins schöne Sexten. Dort suchen wir den Stoneman Infopoint auf und holen uns unsere wohlverdienten Trophäen ab. Ja, okay. Okay. Dankeschön. Danke schön. Danke. So. 10 Uhr, oder? Ja, oder? So. Gratuliere dir. Danke. Die Seilbahnstrecke bereits abgezogen, bescherte uns auch der Tag 2 über 66 Kilometer und 1700 Höhenmeter im Aufstieg. Zwei wunderbare Tage bei netten Leuten und in der herrlichen Natur Südtirols gehen auf diese Weise zu Ende. Doch eines ist ganz gewiss: Wir kommen wieder.